Jo, willkommen bei einem neuen Part Pokémon Pearl. Wir haben uns ja lange genug davor gedrückt, hier in diese Route zu gehen. Und jetzt werden wir diese Route durchqueren. Aber zunächst möchte ich hier schauen, was hier unten ist. Ah ja, perfekt. Da kommen wir irgendwo hin und... Ah, da kommen wir hier auf diese Anebene hoch, okay. Oh, hier sind eine Menge Trainer. Hier sind viele, viele, viele Trainer. Wie sehen denn unsere Pokémon aus? Geht das so mal an erster Stelle? Okay, das passt. Ich möchte ja meinen Pokémon trainieren. Ah, verdammt, der hat mich erwischt. Lach mir heute den Glücksfaktor. Ach, findest du. So, zeig mir mal deine Pokémon. Bestimmt wieder ein paar Gesteins-Kampf-Pokémon. Er beginnt mit einem Kleinstein. Gut, das gegnerische Kleinstein kann unseren Petersdom nicht treffen. Selbst wenn das gegnerische Kleinstein eine Bodenattacke beherrscht, wir haben die Fähigkeit Schwebe. Gut, ich greife es an. Leider haben wir keine Stahlattacke. Daher muss ich jetzt mit einer Psychoattacke, Vorlieb nehmen. Und zwar, was soll ich vielleicht den Delegator zuerst benutzen? Ich glaube, ich benutze zuerst Delegator. Ah, du willst mein Pokémon mit Stein bewerfen, was? Wie unfreundlich von dir. So, okay. Als nächstes Konfusion. Mein Pokémon kriegt jetzt keinen Schaden, solange der Delegator aktiv ist. Er erhöht seine Initiative. Das kann er von mir aus machen. Mein Pokémon ist sowieso das langsamere. Oh, ein Volltreffer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, noch einmal Konfusion und dann müsste das Kleinstein schon erledigt sein. Diese Attacke bringt dir gar nichts. Ich greife nämlich weder mit Feuerattacken noch... Oh, verdammt, warum denke ich immer, dass er in Feuerattacken... Nein, Elektroattacken meine ich. Warum soll ich auch einen Kleinstein mit Elektroattacken angreifen wollen? Ich meine, Kleinstein ist ein Bodentyp, ne? Und Bodentypen sind unresistent gegenüber Elektroattacken. So, okay. Zubat, ein Gift-Pokémon. Perfekter Gegner für meinen Bronze. Denn Psychoattacken sind effektiv gegen Gift-Pokémon. Ah, da staunst du, was? Was für ein Pech, dass mein Delegator jeden Schaden abwehrt. Ah, es wäre noch cool, wenn mein Pokémon eine Überreste tragen würde. Aber die müssen wir zuerst finden. Immer noch kein Damage. Der Damage muss so stark sein, dass... dass der Delegator dadurch kaputt geht, aber mit solchen schwachen Attacken kriegt man natürlich keinen Delegator klein. Er muss, glaube ich, diesen Schaden abziehen in einer Attacke, den mein Petersdom dafür hergegeben hat, um die Attacke zu benutzen. Vermute ich jetzt einfach mal. Ein weiteres Kleinstein. Gut, ich greife jetzt nochmal an mit Konfusion. Das ist ja eigentlich auch die einzige Attacke, mit der wir angreifen können. Ach verdammt, der hat meinen Delegator zerstört. Wie gemein von dir. Gut, jetzt haben wir den Schaden bekommen durch die Attacken, die wir für den Delegator hergegeben haben. Weshalb sich der Delegator jetzt auch aufgelöst hat. Und unser Pokémon war jetzt ausnahmsweise mal schneller, das wundert mich. Aber kann es sein, dass Kleinstein auch nicht besonders schnell ist? Hm, ist ja auch egal. Konfusion und... Verdammt, jetzt war er schneller. Aber er benutzt eine Attacke, die gerade nichts bringt. Alles klar, das war's für das gegnerische Kleinstein. Wir bekommen Erfahrungspunkte, erreichen Level 18. Lernst du bald eine neue Attacke? Das wäre jetzt echt Korall. Nein, leider nicht. Gut, dann hier ein weiteres Kleinstein. Greifen wir natürlich auch an mit einer Konfusionsattacke, weil wir keine andere Angriffsattacke gerade übrig haben. Aber ich bin sicher, dass unser Pokémon noch eine weitere Angriffsattacke lernen wird.
Eine, die besser ist als Konfusion. Eine nutzlose Attacke. Lebensuhle. Da ist Platscher meiner Meinung nach besser. Ich weiß, Platscher bringt zwar noch weniger, aber Platscher ist immerhin lustig. Und das bewirkt ja auch was, ne? Das bewirkt ein Lacher an dem Gegner. Und wenn der Gegner lacht, dann wird er weniger ernst und vernachlässigt dadurch seinen Kampf. Das ist weitaus wertvoller als Elektrizitätsschwächen. Gut, ich glaube, hier gibt es ein verstecktes Item. Ich schau mal nach. Ja, hier ist das tatsächlich eins. Und zwar hier. Ein Sonderbaumann. Nice. Die sparen wir uns alle für später auf. Und dann geben wir die auch alle unsere Pokémon, wenn sie ein hohes Level haben. Denn ein Sonderbaumann ist viel nützlicher, wenn man es einem Pokémon gibt, was ein hohes Level hat. Weil wenn man es gleich den schwächeren Pokémon gibt, die Level 20 haben, die gleich bei der nächsten Gelegenheit schon auf Level 21 sind, dann hat man seinen Sonderbaumann nicht effektiv benutzt. Deshalb sollte man Sonderbaumann erst bei starken Pokémon einsetzen. Und ein Medity ist vom Typ Kampf um Psycho. Das heißt, eine Psycho-Attacke wäre normal stark. Er schützt sich vor meiner Attacke mit einem Scanner. Tja, das bringt ihn allerdings nichts, denn ich greife ihn jetzt nochmal mit Konfusion an. Haha! Er benutzt Willenslaser, das bewirkt, dass die nächste Attacke trifft, auf jeden Fall. Gut kombinierbar mit K.O.-Attacken. Gut, Konfusion gegen ein Psycho-Pokémon und ein Stahl-Pokémon. Ja, ihr seht, es bringt fast gar nichts. Hä, warum hat es jetzt weniger abgezogen? Hä? Ich versteh's nicht. Willst du das jetzt nicht killen oder warum hat es gerade so wenig abgezogen im Vergleich zu vorhin? Egal, ich glaube, das muss ich nicht verstehen. Hauptsache, es ist jetzt down. Das zählt. Ah! Weitere Erfahrungspunkte. Und ein Macholo. Auch ein schöner Gegner für Bronze. Denn Kampf-Pokémon sind schwach gegen Psycho-Attacken. Und Konfusion ist eine Psycho-Attacke. Er benutzt Gesichte, die ist nur sinnvoll, die Attacke gegen Geister-Pokémon. Denn Gesichte bewirkt, dass Kampf-Pokémon Geister-Pokémon angreifen können. Was normalerweise nicht geht. Aber Gesichte bewirkt es halt, dass Kampf-Pokémon alles gestattet wird, auch Geist-Pokémon anzugreifen. Und das war's für Macholo. Hat dasselbe Level wie unser Bronze. Bald hat unser Bronze schon Level 19. Nein, noch einmal. Oh, richtig. Oh, so schnell kann ich nicht lesen. Ah. Gut, hier können wir nicht hoch. Da brauchen wir eine VM namens Kraxler. Ihr seht es hier an den Wänden. Da sind so ein paar Steine an einem Überhang zu sehen. Hier da drüben. Ja, die können wir erst benutzen, wenn wir VM Kraxler haben. Das müsste VM 6, glaube ich, sein, oder VM 7, ich bin mir nicht sicher. Ich trage das ganze Jahr über Shorts, ich habe jede Menge Energie. Drei Pokémon hat er. Und er heißt Matthias. Da setze ich gleich mal den Kampffalken ein und er benutzt ein Staralili, wie passend. Also gut, ich benutze Kampffalke. Einfach so, weil es passt. Er greift unseren Kampffalken mit Flügelschlag an. Naja, gut, wer es mag. Dann greife ich ihn auch mit Flügelschlag an. Da machen wir quasi einen kleinen Flügelschlag-Battle.
und ein Level-Up für unser Bronzel. Und jetzt erlernt die Attacke Sondersensor. Eine gute Attacke, denn Sondersensor bewirkt, dass der Gegner zurückschrecken kann. Besonderer Angriff mit einer unsichtbaren Kraft, der den Gegner eventuell zurückschrecken lässt, hat eine Stärke von 80. Wie viel Konfusion? Konfusion ist deutlich schwächer, hat aber die Chance, dass es den Gegner verwirren kann. Das sind beides, glaube ich, Spezialattacken. Jawohl, Kategorie Spezial sind bei beiden. Sondersensor hat sogar mehr AP, also von daher ist Sondersensor die bessere Attacke als Konfusion. Und deswegen verlerne ich jetzt Konfusion und bringe ihn Sondersensor bei. Verdammt, vorhin, ihr konntet das ja gerade nicht sehen, ihr seht den linken Bildschirm, stimmt ja. Ein Kleinstein. Ich habe gerade vergessen zu wechseln. Aber ich glaube, Kampffalke müsste auch dieses Kleinstein fertig machen können. Sehen wir mal, wie viel ein Flügelschlag abzieht. Ist zwar nicht effektiv, aber... Ja gut, es zieht fast gar nichts ab. Ich glaube, da wechsle ich mein Pokémon doch besser ein. Und setze mein Plibrin ein. Gut, Waterloo hat schon Level 26. In 10 Leveln entwickelt es sich nochmal. Gut, dass wir unser Pokémon ausgetauscht haben, ansonsten hätte unser Staravia jetzt einen sehr effektiven Steinwurf abbekommen. Okay, das war's für das gegnerische Kleinstein. Als nächstes kommt ein Pampflamm. Der Feuerstarter, glaube ich zumindest, wenn ich mich nicht täusche. Da lasse ich Waterloo draußen. Jawohl, das war der Feuerstarter, genau. So, und Blubschral. Kampf der Starter. Hätte schon längst sich entwickeln können. Ist aber nicht entwickelt, naja. Allein eine Menge Energie zu haben, genügt anscheinend nicht. Ja, das stimmt. So, Aufnahmezeit ist wie immer ungefähr am Abend wieder. Ihr seht es ja an der Dämmerung. 18.46 Uhr ist zurzeit. Und hier ist ein Doppelkampf. Dann mal los, mein Pokémon! Auch ich werde mein Bestes geben! Auf in den Kampf, mein Pokémon, auch ich trage meinen Teil bei. Oh, und die haben beide jeweils nur ein Pokémon. Das könnte ein schneller Kampf werden. Oh, ein Ponyta! Und ein Pachirisu, das interessiert mich nicht. Ich glaube, das Pachirisu töte ich zuerst. Gut, Sondersensor, die neue Attacke auf Pachirisu und Blubstrahl auf Pachirisu und Ponyta lasse ich am Leben. Oh nein, nicht auf Plibrin. Ich hasse dich. Nicht paralysieren, Worst Case. Es war Worst Case, verdammt. Ja, es hat überlebt. Nein, Ponyta greift mit Feuerattacken an. Stimmt ja, verdammt, das habe ich komplett vergessen. Benutzt unser Sensor und lasse dieses Pachirisu zurückschrecken. Ich glaube, ich tausche meinen Petersdom sicherheitshalber ein und hole Frau Löwe in den Kampf. Und Plibrin greift an mit... Warte jetzt, ist es das langsamere Pokémon, weil es paralysiert ist? Wenn es nochmal einen Funkensprung abbekommt, könnte das Waterloo in den roten Bereich bringen. Ah, ich gehe das Risiko trotzdem ein. Jetzt wird immerhin der Angriff gesenkt vom Pachirisu und von Ponyta ist es nicht so wichtig, weil Ponyta mit Spezialangriff angreift.
Zumindest jetzt. Normalerweise greift es ja mit normalen Attacken an, glaube ich zumindest. Aber jetzt greift es ja mit einer Glut an und Glut ist eine Spezialattacke. Okay, Pachirisu hätte ich erledigt und jetzt muss ich ganz sanft dieses Ponyta umhauen. Ohne dass es Schmerzen erleidet. Und zwar schaffe ich das am besten mit Brüller. Nein. Funkensprung. Ein ganz sanfter Funkensprung und ein ganz, ganz. Ja, komm. Tun wir ein paar Blasen ins Gesicht schleudern. Klopper-Style. Ha, paralysiert. Okay. Erfahrungspunkte für unser Pokémon. Auch Frau Löwe bekommt Erfahrungspunkte, genau. Oh, wir haben verloren. Ja, das sehe ich so. Oh, wir haben verloren. Nee, das sehe ich nicht so. Doch. So, hier ist ein Item zwischen zwei. Was sind das für Dinger? Luftschachten. Luftschachten, genau. Ich frage mich, da könnte man so fies sein und seine Zigaretten hier so. Aus. Ja, seine Zigarettenasche da reintun oder so. Und die Arbeiter kriegen das dann auf den Kopf. So, was hast du zu sagen? Ich habe gerade den Kraterberg hinter mir gelassen, aber ich habe noch Luft. Diese Luft ist so stickig hier im Kraterberg, oder wie? In meinem Zimmer ist es noch viel stickiger, ich lüfte da fast gar nicht. Ohne Witz jetzt, ich lüfte da echt fast gar nicht. Ungefähr so stickig ist der Kraterberg. So, unser Petersdom ist kurz vor Level 20, da müssen wir es nicht mehr gegen wilde Pokémon antreten lassen, zwangshafterweise. Ah, verdammt, Waterloo ist paralysiert und geschwächt. Ich setze es jetzt trotzdem ein, weil ich keine andere Alternative habe. Okay, jetzt hat unser Waterloo den roten Bereich erreicht. Mit seinen KPs. Na, überlebst du das? Intensität 7 ist heftig. Ja. Wäre es Intensität 8 geworden, wäre es, glaube ich, down gegangen. Ja gut, jetzt geht's sowieso down. Sieh's positiv, jetzt bist du nicht mehr paralysiert. Okay, dann benutze ich mein Bronzel, auch wenn es geschwächt ist. So, wenn du eins unserer Teammitglieder sein willst, ein respektiertes Teammitglied, dann musst du dieses Clanchen jetzt fertig machen. Ähnlich wie bei den Crips, ne? Erst dann kriegst du den Respekt, den du dir verdienst. Ah, es schreckt zurück, das ist doch schon mal sehr gut. Vielleicht sollte ich meinem Pokémon den Kingstein geben. Das erhöht nämlich die Zurückschreckquote meines Pokémons. Okay, jetzt hat unser Pokémon Level 20 erreicht, jetzt müssen wir nicht mehr mit ihm gegen wilde Pokémon antreten und ein Bronzel. Was setze ich denn da ein? Ich glaube, ich muss Frau Löwe einsetzen, weil ich wieder keine Alternative habe. Alternative. Gut, das ist ein Bronzel. Kennen wir ja. Wir haben es ja auch in unserem Team. Ich greife es an mit Biss oder Funkensprung. Biss ist normal stark, Funkensprung auch, aber Biss ist eine Zurückschreckquote. Aber Funkensprung ist Snap drauf. Ich greife an Funkensprung. Jawohl, paralysiert, sehr gut. Jetzt kann es gar nicht mehr angreifen zuerst, also es ist ja sowieso schon ziemlich initiativmäßig schwach.
Und jetzt ist es zusätzlich noch paralysiert. Das heißt, jetzt wird es nie wieder an erster Stelle angreifen können. Gut, das war Albrecht. Ups, das schien nicht sonderlich. Oh, so schnell kann ich nicht lesen. So, was haben wir hier? Route 207 und das ist der Kraterberg vor uns. Dieser Berg wird später noch eine wichtige Rolle spielen. Hier können wir surfen. Leider haben wir Surfer nicht. Hier oben können wir auch surfen. Gibt es hier... Wer bist du? Laut deiner Theorie wurde der Kraterberg als erstes in Sinnoh geschaffen. In einer neu erschaffenen Welt. In einer Welt, wo nur die Zeit floss und der Raum sich drehte, sollte es keine Zwiste geben. Doch was wurde aus dieser Welt? Durch die Schwäche des menschlichen Geistes verbreitete sich Streit. Die Welt wird durch Streit zugrunde gerichtet. Es ist eine sehr traurige Geschichte. Und warum erzählt er mir das? Erzählt es das jedem, den er jetzt auf seinem Weg zu keine Ahnung was begegnen wird? Naja, verstecktes Item! Verdammt, keins. Nope, sieht schlecht aus. Wie sieht's hier aus? Ah, da ist eins. Hier in diesem Felsen. Ein Ätter. Gut, hier unten sind Zertrümmerfelsen, die schaue ich mir gleich an. Und der Macholo. Gut, ich greife es an mit Sondersensor. Wir müssen zwar nicht mehr gegen Is kämpfen, aber ich kämpfe trotzdem gegen ihn, weil unser Petersdom ein bisschen hinten liegt mit dem Leveln. Ah, fast Wounded Kill. Aua. Das tat weh. Entschuldige dich. Entschuldigung. Danke. Ich glaube, ich benutze jetzt einen Trank, um mein Pokémon zu heilen. Aber ich möchte nicht, dass es hier in dieser Höhle stirbt. Hier Medizin. Ich glaube, ich benutze ein paar Tränke, damit wir die loswerden. So. Okay. Mann, meine B-Taste spackt extrem. Gibt es hier unten ein paar Items? Nope. Gut, dann muss ich die auch nicht zertrümmern, die Felsen. Klingplim. Habe ich noch nie ausgesprochen. Klingplim. 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 So, jetzt habe ich es gesagt. Klingplim. Mann, ich muss mich daran gewöhnen, Klingplim zu sagen. Es klingt wie ein Plim. Ein Klingplim. Naja, das ist die Vorstufe von einem Pokémon aus der dritten Generation. Wie heißt denn das nochmal? Wie heißt denn dieses Pokémon? Dieses Pokémon hat ja auch Jesse in der TV-Serie. Verdammt, wie hieß dieses Pokémon? Palin, genau. Ich glaube, ich zertrümmere diese Felsen doch. Weil ich glaube, dass es hier vielleicht ein paar... Nein, wenn es hier Items gäbe, dann werden die mir angezeigt in Item-Radar. Oder vielleicht auch nicht. Egal. So, Route 208. Oh Gott, hier sieht es ja ziemlich... fatalt aus.
Und hier ist ein weiterer Trainer. Du bist nur ein kleines Kind. Wie willst du gegen einen ausgewachsenen Mann wie mich besiegen? Also wie willst du einen ausgewachsenen Mann wie mich besiegen? Ganz einfach. Ich schubst dich runter. Dann fliegst du ins Wasser. Haha, ist das nicht witzig? So, gleich haben wir 19 Uhr. Dann verändert sich die Umgebung. Dann wird es nämlich ein bisschen dunkler. Gut, Sondersensor. Ha! Wenn du mit Stein wirfst, dann musst du mich auch treffen. So, mein Sondersensor trifft zum Glück ziemlich häufig. Die Genauigkeit von Sondersensor ist nämlich 95 oder 90 darum, also trifft die Attacke nicht immer. Garantiert zumindest. Gut, hier ist ein weiteres kleiner Stein. Oder soll ich sagen, hier war ein weiteres Kleinstein? Ne, ich glaube, komm, das wird ein One-Kill. Nein. Er erhöht seine Initiative sinnloserweise. Er ist eher sowieso schon das schnellere Pokémon. Warum erhöht er dann seine Initiative? Egal, nicht so wichtig. Sondersensor und tschüss. Unser Bronze-Level ziemlich gut. Also es braucht anscheinend nicht viele Erfahrungspunkte bis Level 100, vermute ich mal. Ich bin ein Erwachsener und wurde von einem Kind besiegt. Was für eine Blamage. Und wir haben 19 Uhr, das heißt, ihr seht, es ist schon ziemlich dunkel. Guten Tag! Und hier brauchen wir Kaskade, um da hochzukommen, weil hier ein Wasserfall ist. Dieser Karatekämpfer wird dich pulverisieren. Yay! Schwarzgurt, allein. Lass mich allein. Oder lass mir den allein mal allein. Ah, komm schon. Okay, Petersdom. Mach ihn alle. Sondersensor. Ah, er wehrt sich mit Karate-Schlägen. Komm schon, One-Hit-Kill. Ich glaub an dich. Jawoll. Und Level 21 für unser Bronze. Ich weiß leider nicht, wann sich Bronze entwickelt. Lassen wir uns einfach überraschen, wenn es sich dann entwickelt. Gut, hier brauchen wir Kraxler, um da hochzukommen. Haben wir leider nicht. Hier finden wir X-Tempo. Und sonst ist hier nichts zu finden. Gut, hier ist ein weiterer Wanderer. Wenn ich gewinne, teilst du dann dein Essen mit mir? Ich habe da ja nichts bei mir. Tut mir leid, magst du einen Döner? Ich kann dir einen Döner spendieren. Oder ich kann dir ein bisschen Trinkgeld geben für einen Döner. Oder Kleingeld für einen Döner, sagen wir es mal so. Mit Trinkgeld. So, also ich gebe immer Trinkgeld, wenn ich etwas kaufe, beim Döner oder sowas, oder Pizza, oder ein Schnitzel, dann gebe ich immer Trinkgeld. Warum ich euch das sage? Ganz einfach. Ich weiß nicht, was ich so groß bereden soll. Weil ich glaube, diese Kämpfe sind eher langweilig. Das sind eigentlich nur so kleine Nebenkämpfe. Deswegen rede ich jetzt im heißen Brei. Marcel Davis, 1 und 1. Seit 16 Jahren reden wir über den heißen Brei. Und stirb Onyx. Ha! Experienze! Moritz. Und wo ist Max? Egal. Also hier ist auf jeden Fall Moritz. Wo Max ist, kann ich nicht sagen. Er kauft wohl gerade Essen für seinen Freund.
So, verstecktes Item. Incoming. Okay, ich sehe keins, aber Itemradar. Nein, auch nichts. Hm. Ah, Zertrümmerer. Gut, dass wir Zertrümmerer. Gut, dass wir Zertrümmerer bei uns haben. Und ich verspreche mich hier schon. Gar nicht cool. Hä? Da flackert gerade das Bild. Hier unten, seht ihr es? Das ist auch uncool. So weiße Partikel sieht man da, ne? Ihr seht es. Nicht gerade cool, wenn man das auf dem DS spielt und dann, man sieht dann so weiße Partikel. Naja, egal. Hier finden wir einen Pokéball. Ob der uns noch was bringen wird? Wahrscheinlich schon, denn wir werden sicherlich noch ein paar legendäre Pokémon fangen. Und hier sind ein paar Bären. Versteckte Items! Nein, hier ist nichts. Ich halte jetzt auch schon nach den Lücken da. Besteht nämlich die größte Wahrscheinlichkeit, ein verstecktes Item zu finden. Und hier finden wir ein Mahalo. Ich komme nicht damit klar, dass sie immer so, so eine Andeutung machen, dass sie so unter ihren Armen so Furzgeräusche machen, ne? So sieht es nämlich aus, als würde der jetzt ein Furzgeräusch unter seinem Arm machen wollen. So sieht es nämlich für mich aus immer. Das irritiert mich voll. Dann müsste das eigentlich ein Gift-Pokémon sein, wenn es mit Furzattacken angreift. So, Sondersensor. Okay, du hast meine Verteidigung gesunken. Und jetzt? Jetzt stirbst du. Du hast aus, Macholot. Oder Macholot, was auch immer. So, okay. Items, 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 Items. Nein, hier gibt es leider keine. Schade. Oh, verdammt. Wer bist du denn? Du und ich. Lass uns ein Bild von einem Kampf malen. Ein Schlachtengemälde. Okay, ich setze mein episches Glurak gegen dein episches... Was hast du? Pantimimi ein. Mein... Glurak benutzt Hyperstrahl und ein Pantimimi fürchtet sich. Ist das nicht super? Das ist so richtig episch. Dann noch ein paar epische Klänge mit so Chorgeräuschen, so im Hintergrund. Und dann haben wir das epischste Bild aller Zeiten gemacht. Ja. Und ich habe gerade heftig übersteuert. Das ist die heftigste Übersteuerung in diesem Let's Play, glaube ich. Und warum greife ich dieses Psycho-Pokémon mit einer Psycho-Attacke an? Oh, ich bin so blöd. Naja, gut, ich muss mein Pokémon austauschen. Ich kann es leider nicht optimal schwächen. Pantimimi ist übrigens die Vorentwicklung von Pantimos. Ein Baby-Pokémon der vierten Generation. Was, du willst nochmal, dass ich Sondersensor benutze? Tut mir leid, mein Bronzong ist hinter der Bühne und will nicht mehr. Aber... Kampffalke greift natürlich gerne mit Flügelschlag an. Mobile, die Vorentwicklung von Mobilbaum. Ich glaube, dieses Pokémon bin ich am aller seltensten begegnet, weil ich kenne dieses Pokémon fast gar nicht. Ja, Mobilbaums Vorentwicklung Mobile. Ich hab's nicht einmal. Also privat meine ich. Verdammt, ich vergaß. Es ist kein Pflanzentyp, sondern ein Gesteinstyp. Na gut, da muss ich Verdammt, mein Wasser-Pokémon lebt nicht mehr. Was mache ich denn jetzt? Frau Löwe bringt nicht viel. Oder vielleicht doch. Naja, ich komme zur Frau Löwe. Elektroattacken funktionieren ja gegen Gesteinsviecher. Elektroattacken funktionieren jedoch nicht, wenn das Gesteins-Pokémon noch den zweiten Typ Boden hat. Dann funktionieren natürlich Elektroattacken nicht. Dreschflegel. So, Funkensprung. Sieht irgendwie aus wie so ein kleiner Zerschneiderbusch. Das Mobile.
Okay. Gibt leider wenig Erfahrungspunkte, weil Baby-Pokémon nicht so besonders stark sind. Prachtvoll, ich lebe vor lauter Inspiration. Hast du jetzt dein episches Bild? Na, dann ist ja gut. Und hier ist unten ist ein Trainer. Oder vielleicht auch nicht. Sag kein Wort, nimm es einfach. Spirit-Kern. Was ist denn das? Das kenne ich gar nicht. Was ist ein Spirit-Kern? Versteckt es irgendwas oder ist es ein legendäres Artefakt? Ein wichtiges Item, mit dem ein Steinturm repariert werden kann. Okay, das ist sehr interessant. Vielleicht braucht man dieses Item, um Krypok zu bekommen. Ein Pokémon vom Typ Unlicht und Geist. Was hier in dieser Generation noch keine Schwäche hatte, allerdings in der sechsten Generation die Schwäche Fee dazu bekommen hat. Was ich bescheuert finde, der Feentyp ist völlig unnötig, aber gut. Ich meine, Drachen-Pokémon werden von so kleinen Pummelluffs gekillt, ne? Das müsst ihr euch mal vorstellen. So ein fettes Ralquazer gekillt von einem kleinen Pummelluff. Nein, Fluffelluff. Das ist doch eine Demütigung, oder? Hm, Kratzer. Warum lässt du mich nicht fliehen? Ich bin stärker als du. Ich habe jetzt bloß keine Lust, meine Macht gegen dich einzusetzen. Okay, jetzt reicht's mir. Du wolltest es nicht anders, jetzt werde ich dich töten. So, ganz qualvoll. So, du wolltest es nicht anders. Du wolltest kämpfen, bitteschön. Jetzt kämpfen wir. Er greift an mit Aquaknarre, eine Wasserattacke. Und jetzt? Jetzt kriegst du meine Attacke ab. Hier, bitteschön. Und ich fliehe jetzt nicht vor dir. Du wolltest es so. Dieses Schicksal hast du dir selber ausgewählt. Ich wollte nicht kämpfen, aber du... Hey, komm, kämpfen wir mal. Verdammt, ich kann nicht angreifen. Besonders, das ist mein einziger Angriff. Oder vielleicht kämpfen wir doch nicht. Du hast noch mal Glück gehabt. Ich hau ab. Mit knirschenden Zähnen hau ich jetzt ab. Honig! Könnten wir jetzt an diesen Baum kleben, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und ich habe auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Gut, und hier oben ist noch eine Trainerin, soweit ich weiß. Und hier sind noch ein paar Bären. Du möchtest kämpfen? Nicht wirklich. Ich wollte zu einem Wettbewerb, aber das dauert ja nicht lange. Genau, ich werde dich so schnell fertig machen. So schnell kannst du gar nicht schauen. Ja, zwei Pokémon. Madribi. Na, wenn wir schon vom Honig sprechen. Madribi hat, glaube ich, eine Fähigkeit, die einem immer Honig gibt. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Lockduft. Senkt meinen Fluchtwert. Also mein Pokémon kann jetzt leichter getroffen werden. Gut, nochmal Sondersensor und dann müsste das Watribi ins Gras beißen. Auch wenn unter seinem Körper Steine sind gerade. Okay, dann frisst eben Steine, ist auch gut. Gut, Roselia, ein Gift-Pokémon. Die Entwicklung von wie heißt das Pokémon? Vorentwicklung von Roselia, wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Ah, Stachelspor ist gemein. Ich weiß den Namen gerade nicht, aber wenn ich es sehen würde, das Pokémon, dann wird mir der Name sofort einfallen. Die Vorentwicklung von Roselia. Wie gesagt, ich kenne die Namen der vierten Generations Pokémon nicht so gut. Knospi. Genau, Knospi. Jetzt greife es bitte an. Vielen Dank. Und bitte ein One-Hit. Oh. Gut, unser Pokémon schlägt sich recht gut, wenn man bedenkt, dass es eins unserer schwächeren Pokémon ist. Und es hat noch 10 KP übrig.
war's für Roselia. Wir kriegen ein Level up. Unser Pokémon hat jetzt Level 22. Gut, ja, ihr seht die Werte Spezialverteidigung und Verteidigung. Oh, du hast uns besiegt. Natürlich habe ich euch besiegt. Ich bin schließlich Kevin. So, Nanabären. Kevin steckt zwei Nanabären in Bärentasche und Himibären. Dam, da, 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 dam. Mobbären. Und was sind die letzten? Die Pflanze sieht irgendwie aus wie ein Kaktus. Naja. Sananabären. Und hier sind wieder Partikelfehler. Da unten, ihr seht es, weiß. Naja. Villa des Bärenmeisters. Gratis Bären für alle. Yippie. Hey du, das ist ein Überfall. Gib mir Bären. Vergisst auch so leicht, wo du deine Bären vergraben hast? Nee. Ach, tatsächlich. Dann kommst du ja sicher ohne mein Geschenk zurecht. Was? Geschenk? Wo? Geschenke sind immer gut. Bärensuche. Gut, ich zeig's euch gleich, aber zunächst. Alle nennen mich den Bärenmeister. Ich verschenke täglich Bären, weil ich möchte, dass die Menschen sie zu schätzen wissen. Du hast ja auch eine Bäre verdient. Eine Jonago-Bäre? Okay. Möchtest du ein wenig Mulch? Wenn du Bären pflanzen möchtest, ist Mulch ein großartiger Dünger. Boah, noch nie benutzt. Interessiere mich auch nicht dafür. Gib mir noch eine Bäre oder ich werde deine Freundin töten. Und deine Enkelkinder auch. Okay, dann zeige ich euch mal das extra für den Poketch, aber zunächst. Ja, ich glaube, den Part beende ich jetzt auch gleich. Dann zeige ich euch gleich das extra. Wir haben ja Herzhofen jetzt eh erreicht. Hier befindet sich Herzhofen. Und im nächsten Part werden wir Herzhofen betreten. Jetzt zeige ich euch noch das extra, was wir von dem alten Sack bekommen haben. So, das extra ist hier. Moment, ich muss hier erstmal. Ich habe hier die ganze Zeit das Intimator. Genau. Also, wenn ihr Bären pflanzt, dann werden die hier angezeigt. Dann ist hier so ein Symbol dran auf der dementsprechenden Route. Und dann seht ihr, wo ihr eure Bären gepflanzt habt. Ja, das ist das extra. Gut, ich wechsle jetzt wieder zum Itemradar. Und im nächsten Part werden wir uns Herzhofen anschauen. Also, bis dann, euer Jank LP. Macht's gut, ciao.